Was geht ab, Pyros? Heute gibt es für euch ein neues Video und zwar schauen wir uns mal an, in welchen Ländern Feuerwerk verkauft wird. Ja, ich weiß, es sind nicht alle Länder, wo Feuerwerk verkauft wird. Es wird natürlich in Belgien, in Dänemark, in Luxemburg, in der Schweiz, in Kroatien und vieles mehr Feuerwerk verkauft. Aber ich habe mir jetzt nur von der Website, die ich hier gefunden habe, habe ich auch hier ein bisschen durchgestöbert, wo es überall Feuerwerk gibt. Und da habe ich mir gedacht, ich mache einfach ein Video dazu, weil es vielleicht manche dort draußen auch interessiert und die vielleicht irgendwo in einem anderen Land feiern werden. Und da kann man ja gleich einfach schauen, was so in den Discountern dort gibt in den jeweiligen Ländern. Und ja, natürlich weiß ich, was ich hier sage, alles von meinem Wissen bzw. basiert auf meine Erkenntnisse. Und darum gebe ich keine Gewährleistung ab, was ich hier sage. Ich kenne mich weder mit dem Sprengstoffgesetz oder mit dem Pyrotechnikgesetz in Polen, Tschechien, Ungarn aus. Aber mich hat es natürlich, wie gesagt, selber interessiert und darum stelle ich euch es vor. Und wie gesagt, die Seite packe ich euch unten in die Videobeschreibung, damit ihr auch selber schauen könnt, was dort alles so gibt. Die meisten Prospekte aus Österreich habe ich sowieso vorgestellt, die findet ihr auf meinem Kanal. Da bin ich näher auf die ganzen Artikel, die es im Angebot gibt bzw. angeboten werden, eingegangen. Und ja, wie gesagt, in Österreich wird bei Metro... Es sind halt nur Discounter, es sind keine Baumärkte oder kleinere Läden, die es jetzt irgendwo regional gibt, nicht eingebunden. Und ja, wir starten einfach rein mit der Metro. Hier ein kleines Angebot, Raketensortimente, hier das geile Austrian Diamonds, dann hier kleinere Batterien, Vulkane, Verbünde, F1, also wirklich alles dabei bei der Metro. Ja. Bei drei Seiten sind es insgesamt. Dann geht es weiter mit dem Norma. Zwei Seiten habe ich auch selber eingekauft. Jetzt auch wieder Familiensortimente, Raketensortimente, dann Knallerbox, Verbünde, Batterien, Vulkane, also wirklich alles dabei. Böller-Sortimente habe ich auch schon getestet, findet ihr auch auf meinem Kanal. Dann geht es weiter mit dem Hofer. Da habe ich auch schon vorgestellt. Das Angebot, glaube ich, kennt fast jeder aus Österreich so und natürlich wie immer regional. Dieses Jahr das letzte Mal halt, also in Tirol, Vorarlberg, Salzburg und Oberösterreich gibt es da was zum Kaufen. Und ja, weiter geht's mit Polen. In Polen, im Aldi, hat es mich wirklich überrascht, was so im Angebot gibt. Es gibt, glaube ich, mehr als hier auf der Website. Van Gogh gibt es immer in Deutschland. Die Galaxy, dann hier die Heavy Metal Reloaded, die Poison wird hier angeboten, die Preise sind natürlich in Slotty und dann hier die Barracuda, die Copernicus, viel Glück, Lollipop, Pegasus, Maxi Star, so Wunderkerzen halt. Also wirklich einiges, was hier angeboten wird, aber ich glaube, das ist nicht alles, wie schon gesagt. Dann geht es weiter hier mit dem Biedronka in Polen. Der hat wirklich sehr, sehr viel Auswahl. Da haben wir auch schon vorher ein bisschen neben dem Video angeschaut. Wir haben nämlich Only Hestia. Führen die. Also Raketen, Batterien. Da ist wirklich sehr, sehr viel Auswahl bei dem Discounter. Familiensortimente. Oh, ja. Geht es noch weiter runter. Röhlis. Römische Lichterbatterie, dann wieder Batterien, Verbünde, also wirklich sehr, sehr viel Auswahl. Insgesamt glaube ich 9 Seiten an Feuerwerk, das die anbieten. Also wirklich top. Dann geht es weiter hier mit Leclerc. Hoffe ich, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Hier und Fountain 3 von Pyromax habe ich selber auch gezündet. Dann hier kleine Böller. Batterie Pyromult schaut mir das eher aus. Und hier ein kleines römisches Licht, glaube ich. 100 Schuss steht hier unten. Kaliber 46 mm. Oder kann sogar Single Shot sein. Ach, weiß ich nicht. Vielleicht weiß wer von euch, schreibt es unten rein. Dann Lidl aus Polen habe ich natürlich vorgestellt. Und da werde ich nicht näher drauf eingehen, was es dort gibt. Das Video findet ihr auf meinem Kanal. Dann Makro, Mr. Metro, sein Cash and Carry. Hestia auch wieder im Angebot, Verbünde.
sieht man es wieder, Netto- und Bruttopreis in Zloty. Gibt es auch zwei Seiten, Raketensortiment bzw. Familiensortiment, Verbünde, Batterien, also alles dabei. Weiter geht's hier mit Makro in Tschechien, müsste das sein. Cash and Carry, CZ, genau, da sieht man es, bis zum 4.1. anscheinend wird Feuerwerk dort verkauft, also im Discounter. Soweit ich weiß, gibt es ganzjähriger Verkauf in Polen und in Tschechien. Ungarn bin ich mir nicht sicher, keine Ahnung, was dort ist. Was wer weiß, schreibt es rein natürlich. Dann Penny in Tschechien, die verkaufen einfach Dumbum 120er für 90 tschechische Kronen. Und ja, wenn ihr euch die Preise dann umrechnen lässt, da gibt es einen eigenen Währungsrechner auf der Seite, den zeige ich euch gleich. Nämlich, wenn ihr jetzt hier geht, dann gibt ihr hier einen, zum Beispiel, der Preis sind 90 tschechische Kronen und ihr wandelt es in Euro um, also 3,60 Euro kosten die hier. Das findet ihr auch gleich auf der ersten Seite hier. So einen kleinen integrierten Währungsrechner in die Seite. Ich werde nicht von der Seite oder so irgendwie gesponsert oder so, sondern es ist wirklich nur, weil es mich selber auch interessiert. Dann Norma in Tschechien. Auch wieder einiges habe ich auch schon vorgestellt. Single Shots, römische Lichter, Vulkane, Batterien, alles dabei. Und hier noch Ungarn, der Aldi, das hat mich wirklich erschreckt bzw. überrascht, was hier alles gibt. Hätte ich mir nicht gedacht. Xplode wird hier hauptsächlich verkauft, bzw. alles Xplode. Die Währung ist natürlich Forint. Da können wir dann auch schauen, was das so kostet. So ein kleines Baby-Raketenset für 299 Forint. Sag immer Euro, sorry. Das sind ungefähr 90 Cent sind das. Und Xplode-Raketen, Familiensortimente, Batterien, F1 sogar. Also wirklich, die Auswahl ist richtig nice. Verbünde, Pyromobil, dann hier Batterien, sogar Vögel und alles dabei. Knallerbsen, römische Lichter. Also das hätte mich echt gewundert, dass die so viel verkaufen dort. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen, beziehungsweise nicht ein bisschen, sondern dass ich euch einen Einblick in die ganzen Länder gegeben habe. Und ja, ich würde mich sehr über ein Like, Abo, Kommentar freuen und wie immer wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönen Tag oder schöne Nacht. Haut rein und ciao!